Hallo, es gibt wieder ein Video und zwar erzähle ich euch von meinem Deutschlandbesuch. Ich habe gerade schon mal angefangen, aber das Video super lang wurde, habe ich entschlossen, ich mache nochmal. Ich fange nochmal neu an und hoffe, es wird kürzer. Ich musste nach Deutschland aus familiären Krankheitsgründen und es ist leider anders ausgegangen als erwartet, aber ich weiß, dass die Leute, ich habe von so vielen aus Deutschland gehört, die meinen Blog noch lesen, verfolgen und so und die wissen ja, was gemeint ist. Und man muss auch die schönen Seiten sehen, die ich jetzt hatte in Deutschland und die hatte ich echt. Euch allen danke dafür. Die waren echt wunderschön. Ich war froh, euch alle wieder zu sehen, da zu sein. Und ja, ich bin ja dann Donnerstag morgens angekommen. Musste in Atlanta umsteigen. Donnerstag morgens in Düsseldorf angekommen. Wurde dann auch schön empfangen von meiner Mama, meinem Papa, meiner Oma Gilla und Tante Silly. Tante Silly sag ich ja nie, ne? Von der Silly. Oder auch direkt umarmt. Mein Mann hat mich auch umarmt, die wollte mich gar nicht mehr loslassen. Ne? So schön war das. Und dann alle umarmt, Küsschen hier, Küsschen da draußen, dann Sekt getrunken, Frikadellen gegessen, bisschen gequatscht und ja, dann ging es weiter zu Magilla, da haben wir dann gefrühstückt. Mein Onkel Dirk kam, hat Brötchen gebracht, dann war sie mir nach Hause. Ich habe meine Katze wieder gesehen, die auch so. Wessert? War die weg? Muss ich die kennen? Aber dann hat sie irgendwann dann, glaube ich, doch gepeilt und ja, dann sind wir später wieder zu meiner Oma gefahren und dann, ich bin dann irgendwann ausgenockt, weil ich war dann echt einfach mega müde. Der Jetlag war dann zu krass. Dann haben meine Eltern mich nach Hause gebracht, haben unsere Nachbarn getroffen. Das kriege ich gar nicht mehr zusammen, was ich mit denen gesprochen habe eigentlich. Weil ich echt in so Trance, so richtig müde war. Meine Mama hat mich dann nur noch in ihr Bett geparkt, weil mein Bett noch nicht bezogen war und ich bin auch direkt weg gewesen, habe dann 3, 4 Stunden gepennt. Dann war ich gegen 9 Uhr abends wieder wach und dann war ich auch fit. So eine Scheiße. Aber ich war auch gut. Haben dann Pommes Currywurst gegessen und mein Papa und ich sind dann wach geblieben. Da wir um 3 Uhr morgens nach Frankfurt mussten, weil ich ja nochmal ein Visa brauchte. Wir sind dann morgens um 3:30 losgefahren nach Frankfurt, waren auch gut durchgekommen, waren früh da. Ich bin in die Botschaft rein, alles erledigt. Haben sie mir mein neues Visa genehmigt, dass ich wieder zurückkommen kann in die USA. Gott sei Dank. Dann wir nach Hause. Und dann hat es mich wieder erwischt und ich bin wieder auf der Couch eingepennt. Und meine Eltern haben mich auch versucht wach zu machen, aber es hat echt nicht geklappt. Und ich habe dann irgendwie 5, 6 Stunden auf der Couch gepennt. Und ja, dann abends hat meine Mama dann meine 2 besten Freundinnen eingeladen, wovon die Lina abgesagt hat. Aber die wussten halt nicht, dass ich da bin. Das wusste nur meine Familie und keiner von meinen Freunden. Und dann kam die Annie, meine beste Freundin, kam dann trotzdem, weil die ab und zu meine Eltern besucht. Und die kam dann rein und dann unten seht ihr das Video, ich verlinke euch das Video auch mal. Und ja, die war ja total überrascht. Und dann haben wir meine andere beste Freundin angerufen, die Lina. Und wir dachten, die erkennt mich am Telefon nicht, weil Annie und ich klingen eigentlich gleich am Telefon fast. Und dann meinte ich so, wo bleibst du? Und sie dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie hatte Freunde da in der WG. Und sie meinte so, Leute, ich muss los, bei deinen Eltern, Danny, ne? Ich so, ja? Ja, 5 Minuten, 5 Minuten, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann waren die auch in 5 Minuten da. Und die sind auch beide geblieben bis morgens um 3. Das war echt super schön, die beiden wieder zu haben. Und dann, ja. Dann war, habe ich gesagt, ja, war Freitagabend. Dann Samstag habe ich mit meiner Familie verbracht. Den Sonntag auch. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, was wir machen, aber viel Familienzeit halt auch, bei meiner Oma auch gewesen und viel mit meinen Eltern gequatscht und so, war halt richtig schön. Dann montags war auch nochmal so mehr Familien. Ich habe mir gesagt, echt darum, viel mit meinen Eltern zu machen in letzter Zeit. Aber wenn ich meine Freunde liebe, meine Eltern habe ich am meisten vermisst. Vermisse ich schon wieder. ja, es war der Montag und dann am Dienstag waren wir dann leider auf der Beerdigung meiner Oma. War auch der Grund, warum ich in Deutschland dann noch war. Was anders geplant war, aber. Nun gut. Aber ihr geht's gut da. Das weiß ich. Dann haben wir dann noch bei meiner Oma und. Ich weiß gar nicht, was wir Dienstag dann noch gemacht haben. Eigentlich überwiegend nur dann auch noch abends dann zu Hause und das war's. Dann am Mittwoch, ach, alles so viel gewesen. Am Mittwoch morgens weiß ich gar nicht, was wir da gemacht haben. Aber ich war dann,
wurde dann abends abgeholt von der Anni, die hat mich dann mit zur Lina genommen. Und da habe ich dann meine vier Mädels wieder gesehen, waren wir alle fünf wieder zusammen. Das war richtig schön. Das hat echt richtig Spaß gemacht, alle wieder zu haben, alle wieder zu sehen, so zurück ins alte Leben. So. Also es war, als ob man nie weg war. Und das fand ich halt, das ist richtig schön. Man war nie weg, so hat sich das angefühlt. Und das sind die Freunde, die es ausmacht, ne? Dann, die es ausmacht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das sind die Freunde, die zählen. Dann am Donnerstag war ich dann mit der Jessie frühstücken bei Ikea, hat mich eingeladen, super lieb, dankeschön dafür nochmal. Weil wir uns halt auch nochmal sehen wollten, ein bisschen quatschen und so. Dann waren wir halt 2-3 Stunden weg und gehabt auch nach Hause, dass ich meinen Eltern was vorhatte wieder. Bin dann mit meinen Eltern in die Stadt gegangen, meine Mama hat ihre Brille aus Versehen kaputt gemacht. Und dann waren wir bei uns, wir haben da eine neue Neutor-Galerie, da waren wir drin. Und ein kleines Einkaufscenter. Ja, ist klein, ne? Für mich ist sowieso alles klein gewesen, erstmal zurück in Deutschland, aber nun gut. War da ein bisschen shoppen und so. Und in Deutschland, in meiner Stadt, in Dietzlag, gibt es jetzt Action aus Holland. Und oh mein Gott, dieser Laden ist ja, ne? Der hat alles und das funktioniert alles. Und das ist alles voll schön, das ist alles voll günstig. Und ich so, kaufen! Von welchem Geld? Mamas und Papas. Und ich habe keine Ahnung, so, oh, das kommt, wir waren da ein paar Mal und ich habe immer wieder im Kopf immer was gefunden, also dieser Laden ist, boah, das ist schlimmer als Target hier, ne, also, geil. Dann freitags, weiß ich gar nicht mehr, aber dann abends war ich da mit meinen Leuten, meinem Bruder, seiner Freundin, seine Freundin habe ich auch kennengelernt an dem einen Freitag davor. Kurz erwähnen, mein Bruder ist seit einem Jahr mit seiner Freundin zusammen, die Dani. Und ich kannte sie nur von Skype. Und hat endlich mal die Chance, sie kennenzulernen, mit ihr zu reden. Und das ist so eine liebe Maus. Ich mag sie. Meine Genehmigung haben sie. Ich habe das jetzt alles überprüft und ich bin einverstanden. Jetzt kann ich guten Gewissens ihr leben. Ich wusste immer, jeder mochte sie. Mag sie immer noch. Aber man will ja sich auch selbst davon ein Bild machen. Das habe ich gemacht und ja, die ist super lieb. Dann auf jeden Fall waren wir alle zusammen mit meinen Freunden dann auch. Und mein bester Freund, der Olli, kam auch noch mit. Und dann mit meinen Mädels und von denen noch ein paar Leute. Mein Bruder und seine Freundin waren wir alle zusammen in der KUKA. Bei uns so eine kleine Disco waren wir feiern. War richtig schön, weil wir das einfach so vertanzt. Ich habe auch voll viel ausgegeben bekommen. Und dann habe ich die Alina getroffen, mit der ich zusammen in Chicago war. Die lebt in Duisburg. Dann treffe ich die in der KUKA und ich gucke die ganze Zeit an, die guckt mich an, dann bin ich irgendwann rüber und so, sag mal, bist du die Alina? Und die so, was machst du denn hier? Du bist doch noch ein Jahr da. Und ich dann so, ja, und die war, also, das fand ich krass, dass man echt jemanden trifft. Dann habe ich den René wieder gesehen, habe ich ewig nicht gesehen, mich verlangt mit René unterhalten. Dann auch den Juric wieder gesehen und ja, das war halt cool mit meinen ganzen Mädels dann auch wieder da. Auch mein Bruder, der super, ich sag mal, mein Bruder war schon immer geizig, ne? Aber an dem Abend war mein Bruder super spendabel, hat meine Getränke, meine Verzehrkarte bezahlt, er hat meinen Döner hinterher bezahlt und das Taxi nach Hause da bezahlt. Normalerweise laufen er und dann hier nach Hause, aber ich wollte nicht. Ich habe gesagt, mir ist kalt. Dann haben wir ein Taxi genommen und haben mit Taxi zurückgefahren, was ich super lieb fand. Hat alles bezahlt. Also, Benny, wenn du hier bist, I owe you one. dann samstags war Family Night. Wir haben auch jeden Abend immer Dschungelcamp geguckt und dann samstags auch halt so einen schönen Abend zusammen gemacht. Problem war immer, ich bin halt immer früh eingepennt abends, immer so um 11, 12 Uhr, weil echt mit diesem Jetlag-Scheiß, das Ding ging nicht raus, ne? Naja, auf jeden Fall das dann halt. Sonntags war ich auch mit meiner Familie zusammen und ja, am Samstag hat es noch geschneit, da war überall Schnee, konnte ich sogar einen Schneemann bauen. Einen Schneemann habe ich gebaut. Ich glaube, Bild ist unten. Cool. Dann sonntags haben wir auch wieder mit meiner Oma, hab dann auch mit meiner Familie hier geskypt, die sich auch total gefreut haben, dass wir uns mal sehen über Skype. Und die Kinder auch sich voll gefreut. Die habe ich auch vermisst. Und ja. Montags habe ich mich dann mit einer Freundin von meiner Oma getroffen, mit der Margot. Weil die ist, ach, die ist so ein Schatz, ne? Die ist so eine ganz tolle, liebe Frau. Und da habe ich mich so gefreut, die zu sehen, haben ein bisschen gequatscht und tat richtig gut.
Und dann musste ich leider schon um 18 Uhr, wurde ich dann wieder abgeholt von der Freundin, von der Caro. Da uns die Verena zum Essen eingeladen, hat Lasagne gemacht für uns. Waren wir dann mit Verena zum Lasagne-Essen. Super lecker. Und die beiden waren mit der Ausbildung, habe ich mich total gefreut, die wiederzusehen. Und dann wurde ich dann auch gegen 8:30 wieder abgeholt vom Olli, weil seine Eltern wollten mich halt auch nochmal sehen. Also wir haben eigentlich gesagt, wir schaffen das auch nicht. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn sie wollen, ich kann Montagabend, hätte ich 2 Stunden Zeit, und dann hat er gefragt. Und dann meinten die Eltern, ja klar, auf jeden Fall, nie soll vorbeikommen. Dann war ich halt da und Ollis Eltern, die kenne ich jetzt auch schon seit Jahren. Und die sind so super lieb. Und ich habe ihm auch gesagt, ich so, ja, die muss ich sehen, ne? Weil die sind echt ganz toll. Die Mutter schreibt auch immer unter meinen in Facebook ab und zu mal und so unter Fotos und alles und das. Ne, die muss ich halt auch sehen. Auch schön, auch Flasche, 1,5 Flaschen Sekt getrunken. Ich habe auch so viel getrunken in Deutschland, jeden Abend, ne? Eine Fresse. Naja, dann am Dienstagmorgen habe ich die Fabi abgeholt. Die war hier auch hier in Brentford mit mir zusammen. Die ist dann leider früher nach Hause gegangen. Mir ist auch das Herz gebrochen, meine Fabi. Haben uns in Deutschland wieder gesehen. Die wohnt ja in Essen. Jetzt ist sie in Dortmund, nach Dortmund gezogen. War halt auch voll gut, sie wiederzusehen. Hab mich voll gefreut drüber. Dann war ich danach zu Hause. Bestimmt. Mal gucken. Ja. Und dann abends war ich dann. Genau, ja, ich war dann abends Pizza essen. Mit 3 Freunden von meinem Fachabi. Weil wir das eigentlich immer jährlich machen wollen. Aber letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Weil ich ja relativ früh abgehauen bin. Dann diesmal gegeben war. Und war halt auch voll gut, die wiederzusehen. Wir haben manche Zeiten gequatscht und so. Und das, was beibehalten wollen. Und ja, war echt schön. Dann, das waren Kevin, Eva und Kathi. Und dann bin ich nach Hause, hatte Kevin mich nach Hause gebracht. Und dann eine halbe Stunde später kamen Anja und Lina schon vorbei, haben also einen kleinen Mädelsabend bei meinen Eltern gemacht, Dschungelcamp zusammengeguckt und alles war halt richtig schön. Dann am Mittwoch war ich mit meinen Eltern erst weg. Und dann hat die Anja mich abgeholt bei meiner Oma. Und dann hat die Anja mir eine kleine Ruhrpott-Tour gemacht. Wir sind dann zum Duisburg Landschaftspark Nord gefahren. Haben Kürbis getrunken, da sind rumgelaufen im Regen, war richtig schön, sind wir die A40 und die A42 lang gefahren, so richtig schöne Ruhrpott-Autobahn, bis nach Essen-Mülheim durch und die ist halt echt bekloppt. Dann waren wir auch noch im Zentrum, an der Promenade, im Tijuana einen Cocktail trinken. Aber das war wunderschön. Das war richtig gut, so habe ich das vermisst da. Und dann weiter sind wir dann ist sie noch, weil es so typisch Ruhrpott ist für sie, zur Schalke Arena gefahren. Und dann noch einen Köpi getrunken und dann sind wir nach Real, haben Pizza und Pizzaburger geholt und sind zu Linas WG gefahren, wo Romina mit ihr zusammen wohnt. Und die Corinna kam, haben abends Pizza gegessen und wieder so einen Mädelsabend gemacht, Bachelor geguckt, also wir 5 zusammen im Dschungelcamp. Und dann hat die Annie mich wieder nach Hause gebracht. Aber wieder ein schöner Abend, ein schöner, ganz schöner Tag auch. Dann am Donnerstag wollte ich den Tag mit meiner Familie verbringen. Dann wollte ich mich aber auch mit Mareike noch treffen. Weil ich auch die Kids wiedersehen wollte, ihre Kinder, ihre 5 Jungs. Dann hat das mit dem Treffen nicht so hingehauen und sie konnte mich ja nicht erreichen, weil mein Handy nicht ging. Ich habe dann da eine halbe Stunde gewartet, wenn sie kam und dann, okay, dann kommt sie vielleicht doch nicht, irgendwas dazwischen gekommen. Dann haben meine Eltern mich eine Stunde später wieder abgeholt, weil ich konnte die auch nicht erreichen. Und dann bin ich durch die Stadt ein bisschen gelaufen alleine. Habe ich früher mal gerne gemacht. Und dann dachte ich, machst du das diesmal auch. Und ja, habe ich das hier gemacht. Dann ging es weiter. Genau, und dann war ich ja bei meiner Oma, dann hat sie mich erreicht. Und die meinte, die haben versucht, mich zu erreichen, was ja nicht ging. Dann meinte sie, die Kinder würde ich aber jetzt gerne trotzdem sehen, sollen bei deiner Oma vorbeikommen. Hab gesagt, ja, okay, dann sind sie vorbeigekommen, habe ich den Dean und den Chase und den Dustin gesehen. Das sind ja immer so mein Baby. Und der Dean, den habe ich das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, konnte halt gar nicht sprechen. Dann kam das im Auto raus und meinte so, Auto spielen. Irgendwie. Und dann bin ich dann so, hä? Seit wann kannst du denn reden? Du sprichst doch nicht. Und das war halt krass, wie viel er sich in einem Jahr entwickelt hat, wo ich nicht da war. War schon so herzzerbrechend. Ja. Dann habe ich halt noch den Abend mit meiner Familie verbracht. Wir sind noch gar nicht mehr ins Bett, weil wir dann
gegen 3 zum Flughafen los mussten, weil mein Flieger morgens um 6 ging. Und ja, meine Mama, was sie alles auf sich nehmen musste mit der ganzen Fahrerei. Wir haben dann noch zusammengesessen, getrunken und überwiegend haben wir jetzt halt auch viel abends zusammen in der Küche aufgehalten, haben dann auch gequatscht über alles Mögliche, was mir halt auch total gefehlt hat, sag ich mal. Oder fehlt immer noch. Aber kriege ich alles wieder. Aber ja, war schön, wieder daheim zu sein. Oh Gott. Ich will das Video nicht nochmal neu machen, aber jetzt 15 Minuten. Und war schön. Also, das Erfreuliche ist, kleine runde Babys. Ich habe mir einen Stitch gekauft gestern. Also ich bin ja jetzt schon wieder eine Woche hier. Und ich bin ihn gestern geholt. Der ist cool, ne? Der ist auch voll flauschig. Okay, nein, oh Gott. Also war schön, alle wiederzusehen und auch mit Oma Gilla wieder ein bisschen was, konnte ich was trinken und man hat so viele gesehen, man hat sich mit so viel unterhalten und ist schön, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Und ich war total erfreut zu hören, wie alles mein Blog liest. Und jetzt möchte ich auch noch eben hinzufügen, dass ich mich auch total gefreut habe, meine Cousine Nadine zu sehen, meine Cousine Sabrina und besonders bei Nadine Kinder, der Robin. Der war mich damals auch, der war damals mit dem Flughafen, als ich geflogen bin und konnte auch noch nicht so wirklich sprechen. Jetzt war da auch so viel schon am Quaken. Und ich habe mit ihm auch rumgeflaxt und das Lustige war, mit ihm habe ich immer Englisch gesprochen, weil es halt für ungewohnt ist, mit Kindern für mich Deutsch zu reden. Deswegen habe ich da echt eine Weile gebraucht, bis man. Weil ich habe immer alles auf Englisch gesagt und dann so, muss ich es auf Deutsch noch hinterher sagen. Ja. Und sonst habe ich abends halt auch mal von mir ein Bier getrunken oder mit Freunden halt Wein und Sekt und mit Feiern auch getrunken, mit der Dani habe ich getrunken. Dann jetzt müssen wir alles noch wieder weitermachen, wenn ich wieder da bin, ne? Und so gegessen habe ich endlich wieder deutsches Essen. Ich habe auch 1 Kilo drauf bekommen, zurück in Deutschland, aber war mir scheißegal. Ich habe reingehauen. Ich habe mir eine gemischte Tüte in eine Bude geholt. Ich habe Currywurst Pommes gehabt. Ich hatte Currywurst Pommes an meinem Lieblingsstand auch. Und meine Mama hat Frikadellen gemacht, mit zum Flughafen gebracht. Die habe ich so vermisst. Und mal so viel gutes Essen gekocht und Nudeln mit Gehacktes. Und Alltag hatten wir Stampfkartoffeln mit Gurkensalat und hat sie dabei immer Bratwurst und das war so lecker. Und Bratkartoffeln, die bräuchten Bratkartoffeln meiner Mama, ne? Ey, ohne Scheiß, naja, auch wenn andere Leute Bratkartoffeln machen, schmecken die. Aber die von meiner Mama, naja, die sind, als ob Gott die angefertigt hätte, ne? Ich hätte die ganze Pfanne alleine essen können, musste da mit allen teilen. Aber die ist die Beste da drin. Also, kochen, da will man immer so schnell keiner was vormachen. Boah, könnte ich sterben für das Essen, das vermisse ich auch wieder. Vielleicht auch besser, wenn ich so viel drauf kriege. Chips habe ich gegessen, weil ich die deutschen Chips vermisst habe. Und Schokolade ein bisschen. Und ja, ich habe mir auch ein paar Stiefel kaufen lassen von meinen Eltern. die, weil meine Lieblingsstiefel sind, die habe ich jedes Jahr. Und dann haben sie mir die auch noch geholt. Und ach, es war einfach schön. Die Zeit war zu kurz und ja, dann ging es zurück. Ich musste umsteigen in Paris, haben am Flughafen auch ein paar Piccolos getrunken. Und super lieb, meine zwei besten Freundinnen, dann auch morgens gekommen um 3 und gesagt, die nehmen das auf sich. Ist denen egal. Egal, ist mir egal. Ja, das ist auch bei mir angekommen, dieses Lied. Und ich habe auch so geschlafen auf dem Weg nach Paris, weil ich so echt so ausgenockt war. Da musste ich in Paris umsteigen. Und dann im Flieger hatte ich dann wieder 2 Sitze für mich und das war halt echt mega bequem. Und dann wurde ich dann auch am Flughafen vom Tommy abgeholt und das war halt auch viel besser als beim ersten Mal, als ich in den USA kam. Also beim letzten Mal, weil das war echt so. Und man weiß, wofür man herkommt. Wie, ich habe mich so gefreut, Tommy wieder zu sehen, seine Familie zu sehen und ganz besonders meine Gastfamilie. Ich war so aufgeregt, am Sonntag wieder nach Hause zu kommen. Und das ist super duper.
Ich habe mich jetzt versucht, schnell und kurz zu fassen. Und wie gesagt, muss jetzt alles einmal so erzählen von Deutschland und ja. Now I'm back in California. Und ich vermisse euch alle. Und für mich war das Jahr schnell um. Und ich hoffe, dieses Jahr geht genauso schnell um. Und ich habe schon die Tage gezählt, bis ich jetzt zu Hause bin. Und ich kann es auch gar nicht abwarten, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich sagen? Ist halt so, naja, aber ich glaube, es sind noch 362 Tage heute. Sonntag müssten es 362 Tage sein. Was soll ich sagen? 356. Ne, 356, dann sind das minus 4, sind 352. So rum. 352 Tage. Ja. Weil ich werde meinen Reisemonat machen im Januar und je nachdem, wie viel Geld ich habe. Ich kann nicht sparen. Aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Das ist mein guter Vorsatz. Sport, abnehmen und sparen. Bis jetzt habe ich noch nichts umgesetzt in diesem Januar. Jetzt ist Februar, jetzt wird alles anders. Aber gut. Leute, lass uns sagen. Zwei, bitte so. Gott, krieg ich Scheiße aus meinem Kopf, ja. Okay, Leute. Mir geht's gut. Ich war gerade traurig. Ich bin auch traurig, ich vermisse meine Familie. Aber ich habe mich ja selbst dafür entschieden, ne? Hab mir die Suppe selber eingebrockt hier. Aber nein. Ich verspreche euch, mir geht's gut. Wenn es mir nicht gut gehen würde, würde ich nach Hause kommen. Das werde ich jederzeit machen. Okay? Also, macht euch keinen Kopf. Der Brief von der Kati ist immer noch zu. Und alles ist okay. Also, ich wirklich. Ich kann gar nicht wiederkommen, ich kann ja gar kein Deutsch mehr. Also, ich liebe euch alle wirklich und ich vermisse euch und danke an alle, die ich gesehen habe. Auch Bert und Helmut, die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. War schön, euch zu sehen. Und Gott, jetzt so viele Namen, die ich bestimmt vergesse. Aber glaubt mir, ich habe mich gefreut, euch alle wiederzusehen. Jeden Einzelnen. Und ich freue mich umso mehr, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen. Und ja, Mama und Papa, euch vermisse ich am meisten. Und Benny. Habe ich den überhaupt schon mal erwähnt jetzt? Das ist mein Bruder. Der ist 13 Monate jünger. Und das ist mit der Dani zusammen. Das ist Benny. Benny ist der Freund von Dani. Und mein neues Lieblingspaar. Die sind so süß. Haben wir das gehört? Die sind so süß. Und ja, jetzt hörst du aber auf zu reden, Denise, ne? Ja, mache ich. Also Mama, Papa, ich vermisse euch ganz besonders. Alle anderen, hab euch lieb. Mama, Papa, ich liebe euch. Und vergesst nicht, ich habe euch eine Karte dagelassen für den 14. Februar. Okay, ich liebe euch alle. Ciao.